Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, die eigentlich leicht und dennoch schwierig ist. Und das wissen wir schon genau warum, weil jeder hat ein anderes Erkenntnis. Und ich möchte das Erkenntnis geben weiter, was Gott mir gegeben hat. Es geht um das Tisch des Herrn, um das Brotbrechen, Abendmahl, wie man das so nennt, über diese Art von der Gemeinschaft. Und ich möchte so in ein paar Einzelheiten eingehen, dass wir das vielleicht besser verstehen. Aber bevor möchte ich hier ein paar Sachen hier loswerden. Ich merke wirklich, dass Paulus recht hat. Er hat recht, dass in der letzten Zeit werden nicht nur Spaltungen kommen, sondern auch die Lieblosigkeit und der Hass wird sehr groß sein. Ich musste leider erleben jetzt, vielleicht habt ihr es selber gesehen, das war jemand aus den Kommentatoren, der gesagt hat, ja, okay, Feldherrn ist ein Irrlehrer und er redet nur Scheiße, weil ich nicht das weitergebe hier, was sein Erkenntnis ist, was er mitgeteilt hat. Und natürlich haben mir viele mitgeteilt und er auch. Aber es ist so, ich muss leider alle enttäuschen, die denken, ich werde meine Meinung von der Evangelium nur wegen ein gutes Verhältnis zwischen zwei Menschen aufgeben. Ich werde wegen niemanden von das Evangelium wegkommen und werde nicht anders verkündigen, nur das, was Gott mir selbst zur Erkenntnis gibt. Ich tue alles prüfen. Wenn man mir was sagt, versuche ich, das anhand des Wortes im Gebet zu prüfen und das auch annehmen. Und das Gute nehme ich auf und das Schlechte lasse ich. Aber ich werde nie wegen einem Menschen hier was anderes verkündigen. Und wenn man mich auch mit Jannes und Jambres oder mit Leute wie in auch gegen Paulus sich gewandt haben, mich vergleichen, sollen sie ruhig machen. Der Herr ist derjenige, der richtet über uns. Und ich weiß, ich bin nicht der Beste, aber ich bin ein Kind Gottes. Und mein eigener Selbstwunsch ist, mich von ihm leiten zu lassen. Jeder kann selbst prüfen, wo er steht und auch, was ich sage, ob das sich so verhält. Man kann über alles in Liebe sprechen, aber in dem Moment, wo Hass und Angriff da ist, dann frage ich mich, ob solche Leute wirklich das erste Johannesbrief gelesen haben, ob sie Paulus verstanden haben von 1. Korinther 13. Das Ermahnen muss in Liebe passieren. Und wenn das nicht geschieht, dann weiß ich nicht, was wirklich
und wie wirklich Gott über sie richten wird. Aber ich stehe zu meinen Aussagen. Ich stehe gerade vor dem Herrn und da habe ich keine Angst davor. Ich möchte hier noch etwas deutlich machen, meine Liebe. Ob jemand das die Prophezeiungen von Daniel, Jeremia, Jesaja richtig versteht, ob jemand die Offenbarung richtig versteht oder nicht richtig versteht, ob er das gut auslegt oder nicht gut auslegt, das spielt keine Rolle. Aber wer jemand das Evangelium, was uns gegeben ist, falsch interpretiert, das ist ein Problem. Paulus sagt deutlich, dass wer ein anderes Evangelium verkündigt, er redet nicht, wer das Alte Testament gut auslegt oder schlecht auslegt, ist verdammt, sondern derjenige, der ein falsches Evangelium verkündigt. Und ja, mir ist eigentlich egal, ob die 144.000 von der Erde sind und auch von der Himmel. Mir ist auch eigentlich egal, ob der Antichrist in rote Turnschuhe laufen wird und welchen Namen er haben wird. Mir ist auch egal, wie der Drache erscheint. Aber eins ist mir nicht egal. Mir ist nicht egal, ob ich bei der Entrückung dabei bin oder nicht. Mir ist nicht egal, ob ich jetzt Christus verletze oder nicht. Mir ist nicht egal, ob ich jetzt in Christus bin oder außerhalb von Christus bin. Das ist wichtig. Weil wenn ich in Christus bin und wenn ich mit Christus gestorben bin, in meinen Sinnen, in meinem Herz, dann weiß ich und ich vertraue auf das Wort Gottes, dass ich auch mit Christus auferweckt werden wird, bin, sogar sagt Paulus in Epheserbrief, aber nicht nur. Epheser 1 und 2 sagt deutlich, ich bin mit Christus auferweckt. Auch Thessaloniker spricht, auch Kolosser, Korinther spricht davon, deutlich. Wir sind schon, wer gestorben ist in Christus, mit Christus. Der ist auch schon auferweckt. Deswegen sterben wir nicht, sondern wir schlafen ein. Und die Zeit der Entrückung ist sehr nah, ist zu nah. Und man soll damit nicht spielen. Wir müssen nicht das, was kommt, verstehen, auch nicht das, was gewesen ist. Ist, sondern das, was ist jetzt, das müssen wir verstehen, weil das ist unser Heil. Und mir ist egal, wer was sagt. Ich prüfe und ich entschuldige mich natürlich, wenn ich falsch handle. Das will ich auch. Aber es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil wir Menschen sind sehr unterschiedlich und man kann nicht Genüge tun. Leider. Und da will ich jetzt rein in das Gemeinschaft mit das Fleisch und Blut Christi. Wer das versteht, wird auch vieles verstehen. Es ist eine sehr wichtige Sache. Es ist so, dass
Schon in der Alte Testament hat Gott schon darauf hingewiesen. Weil damals musste man einen Opfer für seine Sünden bringen. Das war die Voraussetzung, dass man nicht verstoßen sein soll. Wer das Alte Testament kennt, zumindest die Bücher Moses, wo über das geschrieben ist, weiß man, dass eigentlich jemand dann Opfer gebracht hat, wenn er gewusst hat, dass er ein Sünder ist. Niemand bringt einen Opfer, der denkt über sich, dass er sündfrei ist. Also das Opfer ist nur für diejenigen gedacht, die erkannt haben, dass sie Sünder sind. Und es war so, dass das Blut auf dem Altar gesprengt werden musste und die Fette, die bestimmte Sachen, musste auf dem Altar verbrennen. Aber das Opferfleisch musste dann aufgegessen werden und das ist auch ein schönes Bild, als Israel aus Ägypten rauskommen soll. Und dann Gott gibt das Befehl, dass jeder einen Lamm, je nachdem wie groß die Familie war, opfert und das Blut dann auf dem Türen sprengt. Aber das Fleisch muss aufgegessen werden. Es darf nichts übrig bleiben. Und dass es nichts übrig bleiben soll, weist wirklich darauf hin, auf was Jesus auch sagt. Wir sehen in Johannes 6, 54, da sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Dieses Fleisch aufessen ist eigentlich nichts anderes als das Wort, das für uns gegeben ist, sich eigen machen. Bevor ich da weitergehe, möchte ich das Grundtext lesen, worüber wir dann auch reden möchten. Und das ist in 1. Korinther 11. Ab Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, er brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und das Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet.
Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Ja, das Fleisch und Blut, Essen und Trinken. Das ist so eine Frage, wie tue ich das, wie soll ich das jetzt verstehen? Um das richtig zu verstehen, ist es, dass Johannes in seinem Evangelium erklärt es ganz einfach und das ganz deutlich. Das Wort war bei dem Gott. Das ist die richtige Übersetzung. Das Wort war bei dem Gott. Und das Wort ist Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Da können wir sehen, dass das Fleischessen ist eindeutig nichts anderes als das, was Paulus sagt, das Wort soll reichlich in euch wohnen. Und wenn Paulus sagt, das Wort soll reichlich in euch wohnen, dann bezieht sich auch auf das, was Jesus sagt, wer mein Fleisch ist. Und mein Fleisch bedeutet nicht das Alte Testament und nicht die Offenbarung, sondern die Offenbarung des Evangeliums, was Jesus Christus persönlich uns gegeben hat. Und das nennt man mein Evangelium, was Paulus sagt. Wenn ich zu dem Leib gehören will und möchte, muss ich mich ernähren aus das Wort, was Jesus Christus persönlich den Paulus gegeben hat. Nicht von dem Alten und nicht von den Kommenden, sondern von das, was jetzt uns gegeben worden ist. Und dieses Wort soll unser tägliches Brot sein. Das Blut ist das neue Bund. Das vergossene Blut ist das neue Bund, das wir eigentlich nur durch Glauben eigen machen können. Wenn ich daran, an diesen Bund auch fest glaube und mich an diesen Bund festhalte, wenn ich an diesen Bund nicht zweifle, dass sein Blut anstelle meines Blutes vergossen worden ist, ist, dass sein Blut anstelle meines sündhaften Blutes vergossen ist. Ach, nicht wegen meinen sündhaften Leibes, in dem ich lebe, sondern meine Sündhaftigkeit der Seele, weil das Blut und die Seele sind in einen, die kann man nicht trennen, das wissen wir genau, und wegen meines sündhaftes Blutes, meiner sündhaften Seele, wegen das wurde
das gerechte Blut, das gerechte Seele unseren Herrn Jesus Christus vergossen. Und wer darin nicht zweifelt und dran glaubt und sich dran festankert, und das trinkt als tägliches Nahrung, der bleibt in ihm und der Herr in ihm. Hier geht um Essen und Trinken. Und das sind zwei Sachen, was Jesus und auch das Alte Testament hinweist. Wer hungert und wer dürstet, der komme. Diejenigen, die satt sind, brauchen Essen und Trinken nicht. Die haben ihr eigenes. Die werden satt von das, was sie selbst ernten und sehen. Aber wer arm ist, wer krank ist, wer nicht arbeiten kann, wer zu schwach ist und aus dieser Elend hinaus durstet man und hungert man, kann man zu dann Fleisch und Blut Christi kommen und sich damit satt essen und satt trinken bis zum letzten Tag, wo Jesus kommt für seinen Leib. Deswegen sagt Jesus, er ist gekommen für die Kranken. Ja, die Kranken brauchen Arzt. Die Gesunden und die Weisen brauchen keinen Arzt und brauchen keine Weisheit. Die wissen ja schon alles. Und deswegen gehen sie verloren. Wir wissen nichts und wir möchten wissen, aus dem Wort. Wir hungern das Weisheit Gottes und nicht unsere Weisheit und nicht die weltliche Weisheit und nicht die Eingebungen, was viele haben, sondern das, was das Geist Gottes uns offenbart, durch das Gemeinschaft mit dem Fleisch, mit das Wort Gottes. Wer reichlich das Wort Gottes beschäftigt, in wem das Wort Gottes reichlich lebt, und das passiert nur, wenn man täglich das Fleisch Christi isst. Der ernährt sich aus der Gemeinschaft des Leibes, weil in der Gemeinschaft des Leibes ist der Geist Gottes da, der uns diese Nahrung gibt, offenbart und der uns leitet, und durch diesen Blut, was wir trinken, er heiligt uns, er versiegelt uns für immer und ewig. Wieso sagt hier Paulus, wer also unwürdig das Brot ist? Erstens muss man auch sehen, dass bei der Korinther war es so, dass die haben sich zusammengesammelt zum Brotbrechen, so gesagt, zum Tisch des Herrn. Und jeder hat sein Essen mitgebracht. Und es waren darunter Leute, die nichts mitbringen konnten, weil die hatten nichts.
Und die eine haben sich in Fülle vollgefressen und der andere hat zugeguckt und hat nichts gehabt. Und deswegen sagt auch Paulus hier, wenn jemand hungert, der esse daheim. Das ist die falsche Einstellung von des Tisch des Herrn. Deswegen sagt hier, er nahm das Brot und brach es. Weil wir müssen das richtig verstehen. Das Wort Gottes, das Brot, ist eins, das von Gott gegeben worden ist. Und das teilen wir uns symbolisch, indem wir es brechen miteinander. Das heißt, nicht jeder sein eigenes. Der Herr sagt deutlich, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Das heißt, das Brotbrechen kann auch Ehemann mit Ehefrau machen, üben jeden Tag. Es kann man in der Gemeinde machen. Es kann da sein, wo zwei oder drei wiedergeborene Christen zusammen sind. Aber was ist da noch, was um mich unwürdig macht an dem Fleisch, an dem Tisch des Herrn? Also die erste Reihe ist dieses Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Hasstreibende Sachen, was nicht aus Gott ist. Was nicht aus Gott ist. Weil Jesus Christus, das Wort, lehrt mich Sanftmut, Demut und den Willen des Vaters nachzugehen. Auch in meinen Gebeten, auch in meiner Fürbitte und auch in das menschliche Zwischenleben der Glieder. Das menschliche Zusammenleben der Glieder. Dann ist noch etwas, was Paulus in 1. Korinther 10, 21 sagt. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Meine Lieben, also sollen wir eins sehen. Das Blut Christi ist die Errettung, ist unsere Errettung. Und wir wissen, dass die Heiden, auch Israel hat oft falsche Götter angebetet und die haben Opfer auch denen gebracht. Und da deutet Paulus darauf hin, dass ich kann nicht Erlösung vom Herrn und Erlösung auch von der Welt und Dämonen gleichzeitig haben. Deswegen müssen wir der Welt den Rücken zeigen. Wir dürfen nicht nach menschlicher Weisheit und Vernunft gehen. Unsere alleinige Errettung
ist Jesus Christus. Und es gibt keine andere. Ich kann mein Recht, meinen sogenannten Glück und Schicksal nicht auch teilweise von dämonischer Welt erlangen, durch okkulte Sachen, Esoterik oder was auch immer. Ich erwarte Heilung durch die weltliche, aber ich bin auch christlich. Das geht nicht. Deswegen, egal was auf mich zukommt, Petrus sagt, er würde den Kelch austrinken. Jesus sagt, er muss ein Kelch austrinken und dieses Kelch war das sein Tod für die Sünden. Und Jesus sagt, ihr könnt diesen Kelch nicht austrinken, aber ihr werdet es trinken. Und das ist auch in unserer Zeit, der das Kreuz Christi auf sich nimmt, der wird gehasst, der wird verfolgt wegen seinen Namens willen. Und da kann ich keine Kompromisse tun, dass ich ein bisschen Freundschaft mit der dämonischen, mit der weltlichen mache. Und ich versuche, Kompromisse zu schließen zwischen das Herrn und das dämonische, weltliche. Entweder gehöre ich ganz dem Herrn oder ich darf die Gnade erleben des Züchtigung des Herrn, dass er mich von dieser Art von Doppelleben befreit. Da werde ich ein extra Video davon machen, aber jetzt will ich an das Tisch des Herrn bleiben. An das Tisch des Herrn bleiben. In 1. Korinther 6,2 sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dingen zu richten. Und hier sagt er Dingen und nicht euch gegenseitig zu richten. Das muss man auch sehen. Das heißt, dass Christen sollen sich nicht aufessen. Sie sollen sich nicht in Hass, sondern in der Liebe gegenseitig ermahnen. Und sie sollen fähig sein, über Dinge, auch in der Gemeinschaft des Leibes, richtig urteilen zu können. Richtig urteilen können. Hier sagt Paulus, dass wer sich selbst, wenn wir uns aber selbst beurteilen, er sagt nicht, wenn wir uns selbst richten, sondern selbst beurteilen. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und zu Teil auch entschlafen. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, selbst prüfen, selbst beurteilen und gleichzeitig vom Herrn gerichtet werden. Das heißt, das Erkenntnis meiner Schwachheit im Herrn, vor dem Herrn. Wenn ich mit meinem Stolz zum Tisch des Herrn komme als jemand, der schon sauber ist und vollkommen ist, der lügt sich selber an.
dass ich nie würdig wäre, am Tisch des Herrn teilzunehmen. Das muss mir bewusst sein. Alleinige der Gnade und die Liebe des Herrn ist, was mich würdig gemacht hat dazu. Wenn ich nicht vergeben kann, wie wolle ich an das Tisch des Herrn teilnehmen? Wenn ich nicht vergeben kann, wie warte ich Vergebung? Wenn ich andere richten kann und mich selbst nicht richten kann, wenn ich andere beurteilen darf und mich selbst nicht beurteilen kann, wie soll ich dann am Tisch des Herrn teilnehmen? Weil wer isst das Fleisch und trinkt das Blut, wird durch das Wort des Herrn, durch das Fleisch schon gerichtet, weil das Wort zeigt mir mein sündhaftes Wesen. Er wird ermahnt, erbaut, ermuntert und er wird aufgeweckt und auferhoben. Und das Blut, das tut mich reinigen, solange ich lebe. Deswegen sagt Jesus in Johannes 6,56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und das kann niemand trennen. Weil Paulus sagt, ich lebe aus Gnade in Gnade. Ich lebe aus seiner Vergebung. Ich lebe, weil er mich versiegelt hat durch den Geist Gottes in seinem Blut. Und es ist gut, das uns bewusst zu machen. Er sagt hier, dass wir das alles zu seinem Gedächtnis machen. Warum müssen wir immer an seinen Gedenken? Wir müssen immer zu seinem Gedächtnis machen. Das muss man immer auffrischen, dass wir wissen auch, wer wir eigentlich sind und waren. Dass wir waren tot, wir waren fern, und jetzt sind wir nah, wir sind in drin, in ihm, und wir sind eigentlich gerettet, nur weil er das für uns getan hat. Und nur weil er das für uns tut. Wir sind durch ihn das, was wir sind. Und nie durch uns. Und deswegen sagt Paulus, und nicht vergessen, hier sagt Paulus am Anfang, vom Herrn habe ich das empfangen. Aber nicht von Petrus und Paulus und nicht von Petrus, Jakobus, Johannes, sondern vom Herrn persönlich. Und dann sagt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Meine Lieben, das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Küche, wo niemand da ist, nur drei Personen, die wiedergeboren sind und die brechen das Brot. Ja, bitteschön, wie verkündigen wir und wem verkündigen wir? Weil es ist niemand da außer uns. Doch, es ist das ganze dämonische Welt. Da sind wir auch wir selbst da. Und wir bezeugen,
durch das Brotbrechen unsere Gemeinschaft mit dem Herrn und das Gemeinschaft des Herrn mit uns. Und wir verkünden, dass wir glauben, dass er für uns gestorben ist. Aber wisst ihr was? Nicht nur das. Da legen wir Zeugnis auch, dass wir mit ihm gestorben sind. Wenn wir das Tod Christi verkünden, dann bezeugen wir auch unser Tod in ihm. Und Paulus sagt deutlich, wer glaubt und bezeugt. Das Bezeugen, dass wir mit ihm gestorben sind, ist eigentlich die Taufe. Das ist die öffentliche Bezeugung. Es ist heute leider schwierig. Es sind viele, die sich taufen möchten lassen, aber es gibt fast niemand mehr, der zum Taufen würdig ist. Es werden immer weniger sein. Aber das bewusste Sterben im Glauben angenommen, das ist wichtig. Wer das auch noch bezeugen kann durch die Taufe, das ist noch besser. Aber lasst euch euren Kopf nicht hängen, wenn ihr das wollt und es ist niemand da, der es machen kann. Ich möchte dieses Thema nicht jetzt besonders angehen, die Taufe. Ich habe das nur da reingebracht. Das Bezeugen ist sehr wichtig. Es ist gut, wenn man übt, auch das Brotbrechen. Und ich bin froh, dass wir das auch jede Woche machen können, mit liebe Geschwister im Herrn. Gott sei gepriesen dafür und ich wünsche euch jeden, dass ihr jemanden findet, mit dem ihr das auch tun könnt. Das ist gut. Aber wenn ihr das nicht tun könnt, weil es fehlt an Gemeinschaft, könnt ihr dennoch in Glauben das dennoch tun, weil Gott weiß genau, wo wir leben, in welche Umstände wir leben und dass es nicht immer so geht, wie wir es gern haben möchten. Aber wir können beten, dass der Herr uns jemand gibt, mit dem wir das auch ausüben wollen, weil wir haben Sehnsucht danach. Ich möchte hier jetzt noch ein wichtiges Teil besprechen mit euch. Hier sagt Paulus, er hat das so empfangen und so überliefert gekriegt von dem Herrn, dass in der Nacht, in der er überliefert worden ist, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass Jesus hier für den Fleisch, für das Leib dankt. Aber für das Kelch nicht dankt. Es müsste dann so sein, er nahm das Brot und dankte, und dann nahm das Kelch und dankte. Und ich habe mich lange gefragt, warum ist es eigentlich so? Warum schreibt es nicht, er nahm das Brot und das Kelch und dankte dafür? Warum dankt er nur für das Fleisch und das Blut nicht? Vielleicht denken andere anders. Aber ich bin der festen Überzeugung,
dass er dankt für das, was Gott ihm gegeben hat. Wir sollen wieder an Geburt Christi denken. Gott lässt die Maria befruchten, Gott der Vater lässt Maria durch den Geist Gottes befruchten. Das heißt, dass Jesus Christus Leib von Gott gegeben ist. Aber seine Seele und sein Geist war sein eigenes. Was sagt Jesus? Er gab sein eigenes Leben für uns. Nicht das Leben Gottes, nicht das Leben des Geistes und nicht das Leben von jemand anderem, sondern sein eigenes Leben gab er für uns. Und das Fleisch, weil wir wissen, in Adam wurde das Fleisch zu Fluch der Sünde, aber da Jesus keine Sünde kannte, war sein Fleisch, die Gott ihm gegeben hat, heilig, sündenfrei, unbefleckt, tadellos. Und das Fleisch, das Wort, wurde für uns auf Kreuz geschlagen. Das ist der einzige Weg zum Vater hin. Für das, was er von dem Vater gekriegt hat, für das hat er gedankt. Aber für seinen eigenen musste er nicht danken. Und sein Blut hat er gegeben für das neue Bund, weil was ist geschrieben? Durch sein Blut hat er uns erkauft. Nicht durch sein Fleisch hat er uns erkauft, sondern durch sein Blut hat er uns teuer erkauft für den Vater. Er hat sein eigenes gegeben für uns als Pfand für den Vater. Und so sind wir Kinder des lebendigen Gottes geworden. Wir dürfen entscheiden, welchen Weg einschlagen wollen. Jesus hat auch entscheiden müssen. Und er hat sich entschieden, nur den Willen des Vaters zu tun. Er hat sich entschieden, nur das in Anbetracht zu nehmen, was droben ist. Er hat sich entschieden, seine Macht nicht zu gebrauchen, sondern aus Gottes Macht zu leben, hier auf der Erde. Und wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, handelt genau so wie er. Deswegen sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist. Über diese Gnade und Liebe und Geduld werde ich bald ein neues ein Video machen. Das ist sehr wichtig. Vergessen wir nicht, wir sind die Armen, die Schwachen, die Kranken, die das Fleisch und das Blut brauchen, benötigen, die es wird dursten und hungern. Und wir möchten aus gar nichts anderes mehr leben.
Denn der Mensch lebt nicht nur aus Brot allein, sondern aus jeglichem Wort aus dem Mund Gottes. Wir leben durch das Wort und werden geleitet im Blut durch den Geist Gottes. Und der Geist kämpft gegen das Fleisch und das Fleisch kämpft gegen den Geist, bis dieses Fleisch verwandelt wird in ein herrliches Leib. Aber Paulus sagt so, denkt so, meine Seele und mein Geist soll es sich bewusst machen, dass Christus ist für mich gestorben. Er hat für mich durch sein Blut den Pfand für mich abgelegt. Er hat für mich bezahlt. Und ich möchte nichts anderes als aus seinem Wort leben und sein Bund als Durstlöscher trinken. Das ist wichtig. Das Seufzen in das Fleisch wird bald zu Ende sein. Jesus kommt bald. Der letzte Tag kommt bald. Paulus sagt auch, am letzten Tag werden wir entrückt. Dieses letzte Tag des Gemeinschaft in das Leib Christi wird hier auf der Erde beendet werden. Bald. Und wir werden im Himmel in aller Ewigkeit bei ihm sein. Meine Lieben, vertraut auf die Gnade des Herrn. Vertraut auf die Geduld, auf der Liebe. Und habt es süß und nimmt es gut, wenn der Herr uns züchtigt, weil das brauchen wir. Freut euch darüber. Und lasst uns nicht gegenseitig auffressen, sondern gegenseitig in Liebe uns tragen, füreinander zu beten, füreinander vor dem Herrn stehen. Weil das ist der Wille Gottes. Das ist die Gemeinschaft im Fleisch und Blut Christi. Das ist 1. Korinther 13. Vertraut auf den Herrn. Haltet fest an seiner Gnade. In festen Glauben. Und guckt nicht auf eure Schwachheiten, sondern gebt eure Schwachheiten zu. Er weiß schon, mit was wir zu kämpfen haben. Und bleibt in Danksagung vor dem Herrn. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Ich danke euch für eure Gebete, für eure Liebe, auch für die ermahnende Worte, auch für die erbauende Worte. Gott segne euch und uns alle. Jesus kommt bald. Amen.